R-Com. Hallo und herzlich willkommen bei R-Com. Mein Name ist Alfred Rauscher, ich bin der Geschäftsführer. Schön, dass Sie bei Ihrer Suche nach einem Ausbildungsplatz hier vorbeischauen. Meine Kolleginnen und Kollegen zeigen Ihnen jetzt unsere Ausbildungsberufe. Mein Name ist Philipp Filipovic, ich bin 22 Jahre alt. Ich habe 2009 meine Ausbildung bei der R-Com begonnen zum IT-Systemelektroniker, habe die dann auch 2012 erfolgreich abgeschlossen und bin seitdem fest in dem Unternehmen. Ein großer Vorteil der Ausbildung bei der R-Com ist, dass man direkt mit den Kollegen zusammenarbeitet, direkt im Wirkbetrieb unterwegs ist und wirklich live beim Kunden vor Ort den Situationen gestellt wird. Man muss einfach zielstrebig sein, man muss Eigeninitiative zeigen und man muss einfach Begeisterung für diese Branche haben. Ich bin auch oft draußen unterwegs, hier besuche ich zum Beispiel Kunden und den Stör vor Ort, wenn es Probleme gibt. Genauso gibt es Baustellenbegehungen, hier werden einfach neue Gebäude, die gebaut werden, besichtigt, um festzustellen, wie dieses Gebäude erschlossen wird, sodass wir unsere aktive Glasfasertechnik zum Kunden bringen. Die Ausbildung insgesamt hat 3 Jahre gedauert. Man durchläuft in der Ausbildung verschiedene Abteilungen in der Firma selber. Die hauptsächliche Ausbildungszeit findet natürlich im technischen Bereich statt. Es gibt Blockschule, die ist meistens so 2 bis 3 Wochen lang, alle 3-4 Monate. Findet hier in Regensburg statt. Wir befinden uns jetzt hier in der Übertragungstechnik. Die Übertragungstechnik ist für den technischen Betrieb zuständig. Das ganze Netz der R-Com, diese ganzen Telekommunikationsanschlüsse, die Kundenanschlüsse, wird hier alles überwacht und gemanagt. Also ein großes Plus der R-Com ist einfach ihre Branche, die Telekommunikationsbranche. Und im Gegensatz zu anderen bauen wir unser Netz mit Glasfasern, was einfach das Übertragungsmedium der Zukunft ist.